Ja, so kann es gerne heute bleiben. Sehr gerne. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Tourtag unserer Amerika-Tour. Heute sind wir in einem neuen Bundesstaat und wir sind in Indiana Beach unterwegs, wo eine ganz spezielle Neuheit dieses Jahr aufgemacht hat. Schauen wir uns gleich mal an. So neu ist sie nämlich gar nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das war's mit der Neuheit. Die Neuheit hat zu. So, also Ersteindruck ist schon mal sehr speziell. Ich würde sagen, du hast schon ein bisschen recht mit deinem Ranzfaktor. Die Lage ist cool. Hä? Die Lage ist gut. Ja, die Lage ist super. Am Wasser auch hier direkt. Wo gehen wir jetzt eigentlich direkt hin? Weiß ich noch gar nicht. So ist es vielleicht erstmal vorne Woody, oder? Oder Woody. Weil wahrscheinlich in El Loco findet eh noch keiner die Uhrzeit. So, sehr interessant. Da hinten haben wir auch noch ein gedehntes Gebäude, was hier ein Walkthrough ist. Den machen wir auch später mal. Der soll gar nicht mal so schlecht sein. Ja, Wasserrutschen haben wir auch noch. Natürlich, wir sind in Amerika. Und jetzt schauen wir aber erstmal, was sie überhaupt auf hat. Mal gucken. Okay, auch einen interaktiven Dark Ride hat man hier im Park. Und das ist sehr, sehr skurril, dass der einfach über so einem Kiosk entlang läuft. Ganz spezielle Sache. Ja, die sieht auch noch relativ alt aus. Ja, irgendwie, ich glaube, wir haben schon, ja, 10 nach 10. Aber auf hat hier irgendwie noch gar nichts. Deswegen laufen wir mal auf die andere Seite vom Park. Da steht nämlich ein Schwarzkopf-Jetstar. Dann steht da noch ein El Loco. Deswegen gucken wir mal, ob da schon irgendwas fährt. Mal gucken. Aber schon mal sehr weird. Also hier ist auch echt niemand. Und es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Und nichts ist geöffnet. Ganz komische Sache. Ja, nö, hier hat auch noch nichts auf. Also irgendwas ist hier ganz komisch. Kein Mensch hier, keine Bahn fährt. Seltsam. Dann warten wir halt noch ein bisschen. So, also weil hier immer noch nichts auf hat, also wir haben jetzt gleich 11 Uhr, das soll alles aufmachen. Das Einzige, was bis jetzt auf hat, ist der Walkthrough. Und da mir gesagt wurde, dass der eigentlich ganz gut sein soll, denke ich, machen wir den jetzt einfach, weil der kostet zwar Aufpreis 3,50, auch wenn ich nicht ganz weiß warum. Sind da vielleicht doch Skag da drin, mal schauen. Aber ja, das Ding hat auf, deswegen denke ich, machen wir das jetzt. Von außen sieht es auf jeden Fall mit am schönsten überhaupt aus. Ist halt wirklich so. Boah, das sieht richtig gruselig aus in deinen Augen. Ach, jetzt. Ja. So, wir kommen jetzt aus dem Rockfu, wie heißt er? Frankensteins Castle. Also erstmal komisch, dass das überhaupt aufpreispflichtig ist mit 3,50. Ist okay. Aber man ist da halt doch recht lang unterwegs. Schade ist nur, dass echt viel einfach nur durch schwarze Wände Vortasten ist. Also es gibt echt viel Fläche, wo einfach nichts passiert. Das ist ein bisschen schade. Ja, es gibt einen Schockeffekt, wenn du als erstes gehst. Aber ansonsten ist das Ding relativ harmlos. Es gibt auch ein paar Showszenen. Nicht groß, nicht ausführlich. Ganz nett. Muss man aber nicht zwingend mitnehmen. Was man allerdings zwingend mitnehmen muss, ist hier der Schwarzkopf-Jetstar, der hier Tiger mit Doppel-R heißt. Was allerdings gar nicht mal so schön an dem Ding ist, dass das anscheinend nur mit einem Wagen fährt. Und das ist ja schon lächerlich. Ach, naja, mal schauen.
So, Tiger. Schöner Jetstar von Schwarzkopf. Der First Drop ist hier immer super. Diese Helix, die du da reinballerst, ist sehr intensiv und wird so schnell durchfahren. Der Rest ist relativ gemächlich, bis auch dann wieder ziemlich in der Mitte des Layouts ist dann nochmal eine gute Helix, die auch ganz cool ist. Aber ja, schon mehr als fragwürdig, da nur mit einem Wagen zu fahren. Total gaga. Aber das Ding hat ja so viele Rücklaufsperren, das ist ja echt krass. Also scheint wohl oft liegen zu bleiben, die Teile, wenn du so ein bisschen zu wenig Speed drauf hast. Echt krass. Gut, ja, erster Woody ist dran. Welcher genau ist es jetzt? Ich hab jetzt gar nicht geguckt. Cornwall Express. Ja, auf den bin ich sehr gespannt, weil Cornwall Express soll sehr gut sein tatsächlich. Hört man zumindest immer. Ja, und hier ist dann direkt mal gar nichts los. Das ist was ein Unterschied, wenn man ein bisschen mehr Platz im Zug hat. So weird, dass diese Station so weit oben ist. Gut, also wir kommen von Cornwall Express. Ich vermute mal PTC, ich lege mich da jetzt nicht drauf fest. Das Ding an sich fährt eigentlich echt gut, fahrweise vollkommen in Ordnung. Aber warum auch immer, ich habe im Drop geschafft, dass ich mich zweimal verletzt habe. Einmal mit dem Knie gegen eine Mutter links und mit dem dicken Zeh gegen eine Schraube unten im Fußraum. Wie schafft man das? Ich habe mich zweimal verletzt beim First Drop. Aber der hat auch, der ist auch, war echt gut. Drop in der Kurve und so weiter, mit dem Bus-Bus, das hatte schon was. Generell, die Bahn hat echt viele gute Airtime-Momente. Aber es war gut, dass sie so gepolstert war. Ja, also die rüppelt schon ein bisschen, aber vollkommen aushaltbar. Voll okay, also tut gar nicht weh zu fahren, wenn man sich nicht so anstellt wie ich. Aber die Helix, die hat ja mal richtige Laterals, die war wieder überhaupt gar nicht gebankt. Und ja, da wurde ich fast wieder zum Julian, als Alessio voll auf mich geflogen ist. Also, Laterals sind auf jeden Fall in der Helix vorhanden gewesen. Gut, dann gehen wir jetzt zu der nächsten Kapazitätsbahn des Parks. Ein Zyklon fährt hier, glaube ich, auch wieder mal nur mit einem Wagen. Aber richtig weird, dass der hier einfach mitten im Wasserpark steht. Also Wasserpark sind die paar Rutschen. Aber steht hier genau zwischen, interessant. Gut, ja, Zyklon auch geschafft. Auch hier wieder mit einem Wagen. Warum auch nicht?
Ja, aber Fahrverhalten war vollkommen in Ordnung. Was genau das jetzt ist, ob es STC ist, ob es Preston Barbieri ist, ob es Pinfari ist, keine Ahnung. Ja, aber man hat tatsächlich noch ganz gute Ansätze an Airtime gehabt. Das eigentliche Highlight der Fahrt ist aber dieser Ausblick auf diesen Wasserpark. Und das ist so ziemlich der traurigste Wasserpark, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Alter, der könnte auch so in Indien stehen. Dieser Lazy River, der ist ein Witz. Das ist so eckig und selbstgebaut, das Ding. Das sieht aus wie ein größeres Planschbecken. Also generell die Auslaufbecken der Rutschen, das sieht alles so selbstgebaut und hingeklatscht aus. Also überhaupt nicht schön und absolut nicht in der Zeit angekommen. Also vielleicht in den 80er, aber nicht mehr 2024. Das sieht echt schrecklich aus. So, es geht in den nächsten Woody. Hier einmal Hoosier Hurricane, ein CCI Wooden Coaster. Der ist tatsächlich höher als ich dachte. Ich bin mal gespannt. Der sieht sehr gut aus, der Drop sieht sehr vielversprechend aus. Aber hoffentlich jetzt ein guter CCI. Aber diese Eingänge hier, die sind mal sehr interessant. Sehr hoch gelegen immer. Und die sehen nicht nach Eingängen aus. Sieht eher aus, als ob du irgendwo Backstage hinläufst. Der Wasserhaltung hier ist ja auch der Wahnsinn vom Lockstone. Ah ja, Lockstone haben wir hier auch direkt neben dran. Ja, es kommt, wie es kommen musste. Hoosier Hurricane ist gerade down, deswegen schauen wir mal, was wir jetzt hier sonst so machen. Was ist das denn? Funnel Cakes mit Snickers. Die, oh, da sehe ich mich. Frittierte Snickers. Glaube ich, oder ist es ein Kuchen? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das für ein Ding? Okay, es sieht aus wie ein Rainbow, aber ganz anders. Was ist denn das? Okay, ein S&S El Loco haben wir dann hier auch noch stehen. Ganz normales Layout. Ja, ich glaube, den größten Verlust heute wird dieses Ding hier darstellen. All-American Dreier Loop. Eigentlich die Neuheit von diesem Jahr. Schwarzkopfbahn aus dem ehemaligen La Feria. Oh, wie heißt das? Chapultepec in Mexiko. La Feria. Weißt du nicht? Chimera, woher kommt der nochmal? Ja, genau. La Feria in Mexiko. Ja, wie heißt das? La Feria? So gut in Spanisch bin ich jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Schade. Ehemalige Chimera, aber leider heute zu. Zu. Ja. Also alles zickert. Alles ist irgendwie gerade nicht so da. Der Loco läuft nicht. Nee, gar nichts. Unser Woody läuft nicht. Superstition Mountain läuft nicht. Es wird hier immer skurriler. So, wir kommen vom größeren der beiden Woodys hier
Also das ist Cornball, nicht der. Der kommt vom größeren Hoosier Hurricane. Ui. So. Ja, nee, das Ding. Eigentlich fährt sich das ganz okay, bis es so ein, zwei Aufsetzer gibt, die dann nochmal ordentlich durchrütteln. Aber das Weirde bei dem Ding sind einfach diese plötzlich kommenden Kurven, die auch null gebankt sind, die einfach Laterals des Todes geben und dich einmal komplett weghauen. Das ist schon sehr weird. Also einfach vom Turnaround. Ja. Es kommt die Kurve, die wir kein bisschen gesehen haben. Wir wurden so rübergeschleudert. Halt, und du siehst halt nichts und auf einmal geht das zack. Echt wie so ein 180-Grad-Drift. Also Cornball ist schon die bessere von den beiden, wenn ich es nicht gedacht hätte, weil die sieht echt gut aus. Die sieht so gut aus, der Drop sieht auch von außen so gut aus, aber da kommt nichts, wenn man den fährt. Selbst in der Macro kam gar nichts. Von daher definitiv Cornball besser, obwohl es halt deutlich kleiner ist. Beide von CCI, beide mit PTC-Zügen. Ganz weirde Geschichte. Und dass sie auch so ineinander verbaut sind, richtig interessant. Die eine ist von, wann waren die Öffnungszahlen nochmal? Oh, eine Anfang 2000, eine 94, glaube ich, sowas in die Richtung. Also schon ein bisschen Unterschied, 6, 7, 8 Jahre zwischen krass, ja. Ja gut, die nächste Achterbahn wird dann meine 800. Die Frage ist, ob sie coole wird, das wäre Lost Coaster, oder ob es ein Standard wird, das wäre der El Loco. Ich hoffe, dass der Lost Coaster auf Superstition Mountain jetzt mal bald öffnet, weil das Ding ist schon was sehr Besonderes. Und das wäre auch eine richtig coole 800. Der El Loco würde im Notfall natürlich auch gehen, aber den gibt es halt noch ein paar Mal mehr auf der Welt. Das wäre jetzt nicht so cool wie hinten das Ding. Ich finde auch, der hinten passt sehr gut zu mir als 800. Ja, definitiv. Also ich fände zwar so eine Schnapszahl noch besser, ja. So 777 oder so, aber ja, das Ding passt zu dir. Gut. Unsere Kategorie Achterbahn zu Leuten hinzu. Richtig, oh, da kommt noch was Schönes. So, da hätten wir das gute Stück leider noch nicht auf. Stand auch am Eingang, wird heute später eröffnen. Aber wenn es überhaupt eröffnet, dann bin ich zufrieden. Weil das Ding, guckt euch diese Wagen alleine mal an. Kannst du einfach rückwärts fahren. Eieiei. Ja, wenn Mädchen jetzt schon dran ist, denke ich mal, es wird nicht zu lange mehr dauern. Und es hat Dark Ride Parts, richtig geil. Also mit Sympathie und coolen Rides kann der Park mich jetzt noch nicht so punkten, weil die Seilbahn darf man nur ohne Rucksack fahren und den Rucksack musst du da vorne stehen lassen. Das heißt, du müsstest quasi hinfahren, dich nochmal anstellen, wieder zurückfahren und dann könntest du deinen Rucksack da wiederholen. Ja, wenn es wenigstens irgendwie ein Regal gäbe oder Schließfächer oder sonst was, kein Problem, aber den stellst du einfach so dahin. Nee, kein Bock. Wären zwar schöne Aufnahmen von da oben, aber was soll das denn? Ist ja lächerlich. Wir wollen lieber unseren Rucksack behalten. Ja, eigentlich schon. So, jetzt gucken wir mal nach dem Dark Ride hier vorne. Ja. Versuchen wir jetzt mal den Dark Ride und der ist auch voll. Aber immerhin gibt es da mehr als eine Chase. Das sollte vielleicht machbar sein. Ach du Heiliger. Schauen wir doch mal. Dann einfach nur eine Person. Das kann nichts werden. Ach du heilige Scheiße. Ich bin hype. Und du? Ich weiß ja noch nicht. Also, hab's nicht so mit ranzigen Tagen. Ich hab jetzt mal auf Mira gehört. Mira fand ihn okay und überrascht. Ja, die hat ja auch keine Zeit. Okay. Wo ist dein Rucksack? Wow. So, wie heißt das Ding? Lost Thieves, irgendwas. Keine Ahnung. Sehr skurriles Teil. Ich finde, die Kurven hat er viel zu schnell genommen. Du konntest gar nicht so vielen. Allgemein immer bei den Schießsegmenten. Ja, irgendwie. Und du hast keine Haptik gehabt, wenn du was getroffen hast, wenn du geschossen hast. Das war sehr komisch, ja. Bisschen, also wird wahrscheinlich auch sehr alt sein, das Teil. Ja, ist okay. Man kann es aber auslassen. Man kann es auslassen, aber hier gibt es auch wirklich generell nicht so Highlights, von daher. Eher schwierig. Ja, nee. Also es hat so ein Piratenthema und das Lustige ist, in dem ersten Viertel ist einfach alles schwarz und Baustelle. Das ist schon ziemlich hässlich, aber wenn es dann oben angekommen ist, ist es ganz nett. Also ganz schön thematisiert.
aber du fährst die Szene halt viel zu schnell ab und kannst nicht richtig zielen. Naja, ist in Ordnung. Sagen wir es so. Für, die, für das Alter man ganz gut. Kann es mal machen, ist solide. Kann man mal machen, wenn man da ist. Genau so. Ja, okay. Damit ich auch mal so ein Ding gefahren bin, das hier eigentlich schon ganz coole Location hat, nehmen wir jetzt, wie heißen die Dinger? Ja, auf jeden Fall diese Segel. Larsen Flying Scooter. Flying Scooter. Die haben so ein Segel vorne, damit kannst du ein bisschen rumschwingen. Ja, da bin ich auch mal so einen Flying Scooter gefahren. Das Besondere ist halt, du hast halt so ein großes Segel vor dir, was du nach links und rechts machen kannst. Und damit schwingst du halt so nach innen und außen aus. Also, ja, ganz nettes Fahrgeschäft. Erinnert mich so ein bisschen an den früheren Moviepark, dieses Kettenkarussell. Da konntest du es früher ja auch mit dem Hebel machen. Richtig. Ja, das wurde mittlerweile entfernt. Er hat so ein bisschen Vibes davon, nur noch hier mal ein bisschen stärker. Ja, ganz nettes Ding. Aber auch die Location über dem Wasser war eigentlich ganz cool. Also es gibt ja welche, zum Beispiel in Knobels, soweit ich weiß, da kann man die Dinge auch komplett drehen, ja, dass man die snappen kann. Das ist bestimmt dann lustig. Aber so familienfreundlich, Klassiker. Genau. Ja. Haben wir dort auch mal gemacht und jetzt haben wir gerade gesehen, dass es eine Testfahrt auf Lost Coaster war. Deswegen hoffen wir mal, dass das Ding jetzt zeitnah aufmacht, um meine 800 zu werden. Ja, nicht alle Pläne laufen immer so, wie man es gerne hätte. Deswegen wird meine 800 jetzt eine viel bessere Bahn wahrscheinlich, eine viel einzigartigere Bahn. Ja, es wird der Loco. Der Loco ist eine tolle Bahn, also ich mag sie. Ja, ich mag sie es auch. Es ist nicht so einzigartig wie das Ding da hinten, aber es könnte auch ein Wurm sein. Grüße gehen raus an Lars. Ja. Naja, man nimmt, was man kriegt, ne? Dann mal auf. Immerhin nicht so viel Betrieb hier. So, ich will mal ganz Mumbo Jumbo sagen, weil das Ding genauso aussieht. Aber es heißt Steelhawk. Ist auf jeden Fall der unruhigste von denen, die ich bis jetzt gefahren bin. Hat einmal so einen Ruckler drin gehabt, wo es mal wieder hochgefahren ist. Aber Drop war wie immer ganz gut. Ja, trotzdem, Fahrt ist angenehm. Ja. Layouts sind ja cool. Layout mit Beckenbügeln cool. Sind sie besser, aber trotzdem nicht die Bahn. Das glaube ich gerne. Footprint. Weil diese Dinger hier oben, die machen halt keinen Sinn. Die geben dir halt höchstens eine Bugpipe, aber das war es dann auch. Aber ja, coole Bahn trotzdem. Und ja, schade drum mit der 800, aber hey, auch nicht so schlecht. Weil es könnte ein Wurm sein. Einfach zum Freiluben mitgehen? Ja, ich glaube auch. Da hinten liegt übrigens noch ein Schwarzkopf-Katapult, was wir vom Lift aus genau, haben. Genau, da steht ein, also ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop, auch neu gestrichen, plus ein Topspin. Also die haben da noch ein bisschen alte Ride-Collection rumliegen. Die haben da noch ein bisschen Rides, die sie aufbauen können. Für die sie dann wieder keine Ersatzteile haben und sie wieder zumachen. Richtig, ah, ist das schlimm. Aber ich verstehe diesen Park nicht. Nee, nee. Vor allem, als hat noch was Schönes zu holen. Wer weiß. Aber komm, Leon, 800 ist doch toll. Ja. Hoffentlich wird die 900 umso geiler. Gut in Funfair. Oh. Gut in Funfair. Ja. Weil ich glaube, ich gönne mir jetzt mal so ein fittiertes Snickers. Oh Gott. Aber was ist denn Funnel Cake überhaupt? Siehst du gleich, ist cool, schmeckt. Das sieht aus wie Nudeln. Ja, ich hole mir Funnel Cake, du holst ein frittiertes Snickers. Vielleicht will ich dann aber auch Funnel Cake. Ja, dann kriegst du was von mir. Food and Funfair. Hey, das ist ja ein Riesenunterschied. 8 Dollar? 9 Dollar. 9 Dollar. Funnel Cake. Seit 5 Jahren mal wieder einer. Ich probiere mal so ein kleines Stück da. Ja, klar. Ja, das schmeckt wie... Ja, schon so eine Art Pfannkuchen, ne? Schon, ja. Einfach frittierter Teig. Ja. Ne, gut. So, jetzt probiere ich mal das Ding hier. Bar. Läuft da jetzt eigentlich alles raus, wenn ich das einmal antippe? Sicher nicht. Nee, nicht mal. Okay, das Moment.
Ja, schmeckt wie heißes Gebäck mit Schoki drin. Aber eigentlich ist echt lecker. Also man denkt, also nicht so eklig, wie ich mir vorgestellt. Aber für das Ding $8 finde ich schon das krass, viel wenn zu viel. Der Funpack 9 viel kostet. Zu viel, wenn das einfach 9 kostet. Food and Funfair. So, nach dem wundervollen Snickers. Kommen wir erst da hinten? Ja. Zeigen wir euch jetzt mal den grandios hübschen Wasserpark hier von Indiana Beach. Der ist echt der Brüller. Wow, die haben Lift. Sind das Harakiri? Sind das Metallbau-Emmeln-Dinger? Also keine klassische Wasserrutsche. Nee. Das ist ja interessant. Okay. Da hinten haben wir dann noch einen Double Shot von S&S. Auch ganz random, dass der hier einfach im Wasserpark steht. Ja, komplett abgetrennt. Ja. Und warum kauft man sich, wenn man eigentlich Platz hat, einen Double Shot? Ja, ist die Außenhälfte oben fehlen. Ja, der fliegt gleich ab. Wie bei RCT3 fliegt der da so oben echt raus. So. Ja, hier die Attraktion, die finde ich auch stark. Ja, ja, doch. Hier haben wir noch einen klasse Wasserspielplatz. Ein riesiges Playhouse quasi. Nee, Splashpad. Okay. Der Airhouse gibt's ja nicht. Nee, das war ja auch ein Witz, dass es ein Playhouse ist. Ach so, im Wasserpark darf man keine Scherze. Nee. Ja, und da hinten, jetzt zeige ich euch mal den welthässlichsten Lazy River. Das ist echt eine Schande. Okay, hier haben wir dann halt ein Becken, wo man reingehen kann, aber das ist halt wirklich Teil des Sees. Und jetzt, das sehe ich ja jetzt erst, der Lazy River ist quasi, schwimmt auf dem See. Oh mein Gott. Und ja, das ist wirklich der Lazy River. Mit einem U-Turn da vorne. Ist das quatschig. Ich meine, die Lage, die ist ja ganz cool, die so direkt an den See. Aber wie traurig sieht das bitte aus? Und guckt euch mal diesen Lazy River an. Ist er nicht wunderschön? Vor allem da hinten. Unter diesem Rutschenturm geht der noch weiter. Und dann ist es einfach nur so ein Viereck und das sieht richtig traurig und selbstgebaut aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So eine starke Location an so einem Ranzpark. Die Location ist echt nett, aber der Park hat nicht. Das ist echt mies. Okay, da geht es noch zu liegen und ich glaube da hinten zum Rutschenturm. Aber da müssen wir rechts wieder rüberkommen, oder? Ja, okay, dann versuchen wir es mal. Wie traurig ist dieser Wasserpark. Oh mein Gott, das sieht aus, als ob ich hier irgendwo im Basar in Indien rumlaufe. Es ist ja nicht so, als ob hier die egalsten Rutschen stehen, aber die laufen ja nicht mal. Ja, das ist also, nee, dieser Wasserpark ist mir so suspekt. Hier ist alles kaputt. Nee, guck mal, ist da der Aufgang zum Rutschenturm. Ah, okay, ist ein Rutschenturm. Aber hier kannst du Zyklonaufnahme machen. Yay. Obwohl, kann man hier rechts nicht auch lang gehen? Ah, da kommst du nur zum anderen Ende vom grandiosen Lazy River. Das war wohl nix. Also, wir gehen ein bisschen deprimiert aus Indiana Beach. Erstens, der Park ist schon mal echt nicht so schön. Also, erstens steht hier nur eigentlich Schrott. Das Beste ist, glaube ich, wirklich der der El Loco hinten. Und hier vorne der Jetstar. Gut. Ich fand jetzt schon, dass hier, wie heißt der, Cornwall Express, eigentlich ganz okay war. Eigentlich schon gut, weil Airtime war es auf jeden Fall auf dem Ding. Aber der Rest vom Park ist halt einfach nur eklig, dreckig, nicht cool, brauchst keine Wiederholungsfahrten. Gammelt hier rum, sieht nicht schön aus, der Wasserpark ist absolut hässlich. Ja, und davon abgesehen konnten wir die zwei Highlights hier im Park, einmal der Schwarzkopf-Cooper hinten und dann der Custom CCI mit Vertikallift, komischen Woody, den du auch rückwärts fahren kannst. Den konnten wir auch nicht fahren, also... Richtiger Satz mit X heute, richtiger Scheißpark, um es mal wirklich ehrlich auszudrücken, kann man wirklich so sagen. Ja, ja, definitiv. Location ist top, auch mit dem ganzen Booten hier hat irgendwie ist schon cool, aber das Ding ist richtig ranzig und runtergerockt, das selbst ich sag. Wenn dieser Superstition Mountain da nicht stand, müsste ich hier nie wieder hinkommen. Also für den American Dingsabumsam müsste ich nicht kommen. Also wenn es auf der Route liegt, abends mal 2 Stunden, wenn es dann fährt. Ja. Aber man hört ja oft, dass Superstition Mountain zu hat, ja, bei uns jetzt auch. Gestern noch gefahren, ja, aber ja. Sehr ärgerlich. Tja, das war wohl nichts. Morgen wird's besser. Morgen wird's besser, ja. Gut, ich hoffe, das bleibt dann aber auch beim schlimmsten Lost Count der Tour, weil auf mehr habe ich echt nicht Bock. Naja, deprimierend, aber dann geht's jetzt für uns weiter nach Chicago. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch irgendwie trotzdem gefallen haben sollte,
gebt gerne einen Daumen nach oben. Ich gefalle den Leuten ja unser Leid. Ja, unser Leid, ja. Abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen. Von morgen dann einen hoffentlich schöneren Park. Nicht nur hoffentlich, das wird so. Ja, und bis morgen. Ciao.